Einen wunderschönen, meine Lieben. Ich bin der Hausi und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge meines neuen Formats Angezockt. Ich weiß, die Idee ist nicht von mir, aber ich habe da Bock drauf. Und zwar habe ich mir jetzt das erste Spiel rausgesucht. Ein kleines Indie-Game vom Entwicklerstudio Konnichiwa. Das Spiel ist im Early Access. Es heißt Hentai Sniper Middle East. Ist anscheinend eine Sniper-Simulation. Das heißt, in diesem Ego-Scharfschützen-Shooter und unserem speziellen Hentai-Agent hat die gefährlichste und schwierigste Aufgabe erhalten, die Ruinen einer einzigen Stadt vor Terroristen zu räumen. Mehr steht da nicht und das Spiel kostet sage und schreibe 47 Cent. Ja, wir werden uns jetzt das gemeinsam mal angucken. Okay, let's go. Ja, also die Grafik ist schon mal Zucker. Wow, 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 hey, hey. Oh, das war nicht der Kopf. Scheiße, das war nicht der Kopf. Ja, gleich zwei Errungenschaften. Das Spiel hat ungelogen 100 Steam-Erfolge. Müssen wir ein bisschen höher erzählen. Oh. Hat man hier irgendwelche Vorgaben, warum, wie die Kugel fliegen wird? Wo geht die hin? Die lebt noch! Ihr seht das nicht, aber unten rechts, mit jedem Schuss, den ich abgebe, schalte ich ungefähr 5 Erfolge frei. Er zeigt gar nicht, wo die Kugel hinfliegt. Ja, wieder 2 Erfolge. 5 Terroristen gekillt. 2. Bodyshot. Also wer Steam-Erfolge sammeln möchte, ja, bitte. Das Spiel ist geschenkt dafür. Ich kann bestimmt auch das Dynamit kaputt schießen. Boah, ist das schlecht. Das ist schlecht, irgendwie macht es auch Spaß, aber... Ja, jetzt aber. Alter, Erfolg, Erfolg, Erfolg. 5. Bodyshot. Also es gibt ja so Leute, die so Steam-Erfolge sammeln. Haut rein, Leute. 47 Cent, 100 Erfolge. Boah, die da ganz oben sind aber, glaube ich, in der Tat schwer zu treffen. Wieder 2 Erfolge. Ich hätte Display-Capture machen sollen, damit ihr das sehen könnt. Oh, der war fies. Funktioniert überhaupt nicht mit der Kugel, dass das mitfliegt. Ätzert. Hat die jetzt auch noch gestöhnt? Boah, das war's Dynamit, oder? Nee, Bodyshot. Weiß gar nicht, ob man das Dynamit treffen kann. Wäre halt dann wenigstens mal so ein bisschen Herausforderung. Boah, im Lauf, zack, kenne ich nix. Überlebt die natürlich auch. Die blutet nur wie ein Schwein. Wieder 2 Erfolge. Also du kriegst wirklich mit jedem Terroristen... Den du abschießt. Oh, der geht an eine ganz unverschämte Stelle. Wie lange geht denn die Gaudi da jetzt? Ich habe ja anscheinend unendlich Schuss. Das ist da unten links, die 100, nehme ich an, ist meine Energie. Ich habe dir die Beine geschossen, du kannst halt echt nicht mehr laufen. Die Kamera zeigt ganz woanders hin, Lagshot. Jetzt muss ich doch dann fast mal alle 100 Erfolge freigeschalten haben, oder? Jetzt haben wir die mal da ganz oben, aber das ist dann schon anspruchsvoll, muss ich sagen, gell? Boah! Gott, wo muss ich denn da hinschießen? Das zeigt dir das Visier gar nicht an. Das ist ja tatsächlich schwer. Ich finde den Turm nicht mal hier. Ich sehe auch nicht, wo die einschlägt, also... Nee, oh Gott, nee. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie das so weitergeht, ob da noch irgendwas passiert, ob es da ein anderes... Ja... Das war noch ein Perfect Ass Shot. Kriegst du den Erfolg? Ob da irgendwie ein anderes Level noch kommt oder ob man das irgendwie schaffen kann oder so? Da oben ist der Score. Best 171 Meter war mein bester Schuss. Da geht aber mehr, oder? Ich meine, die da oben auf dem Hausdach, die. Das gebe ich auf. Die sind ja echt nicht zu treffen. Aber das sind welche, die sind nicht ganz so weit weg. Wie sie. Hier die zum Beispiel. Könnte man doch treffen, oder? Oh! Der war nice, oder? Aber die ist nicht tot. Aber ich habe sie getroffen, glaube ich. Blutet sie? Nee. Komm,
Komm, die snipen wir jetzt noch weg. Das ist jetzt mein selbst erklärtes, mein eigener Erfolg, den ich mir genommen, den ich mir gelegt habe. Ah, Mann. Das kannst du vergessen. Boah, der hätte sitzen können, wenn die nicht wegrennen würde. Du kannst halt auch unendlich lang die Luft anhalten, glaube ich. Mein Gott. Ja, glaubt ihr denn das? Jetzt habe ich sie. Oder? Die ist tot. Hallo? Ist sie jetzt aufgehängt? Nee. Es sind immer noch 171 Meter. Ist die nicht... Die ist nicht tot! Mal bleib doch stehen, Alte. Wenn ich ein bisschen rauszoome... Okay, wir merken uns jetzt mal, wann wir das Hausdach da treffen. Mal bleib doch stehen, Mädchen. Brech zusammen. Das musst du per Zufall schon mal hitten, oder? Da läuft noch weiter hinten noch eine rum. Ja, vergiss es, da habe ich jetzt echt keinen Nerv dafür. Da müssen wir mal wieder irgendwas treffen hier. Dann treffe ich sie nicht. Wieso macht er denn dann eine Slow-Mo-Cam, wenn ich sie gar nicht treffe? Ich meine, gut, das Spiel ist im Early Access, ja. Das muss man ihm ja lassen. Boah, ich kriege immer noch Erfolge. Ich muss hier echt weiterschießen. Ja, zack, wieder. Drei Erfolge. Haben wir noch? Ich habe jetzt S-Shot. S-Shot, Headshot, Bodyshot. Arm vielleicht noch. Hoppala. Das Dynamit würde ich gerne mal treffen. Du kriegst für jeden Terroristen, den du tötest, kriegst du einen Erfolg. 26 Terrorists killed. Scheiße. Die Palmen sehen gut aus. Ah, der kommt auch wieder ganz fies. Ja, was soll man sagen, Leute? Es ist sicher kein Meisterwerk, aber ich habe meinen Spaß. 47 Cent. Was will man sich da beschweren, ja? Kann man sich durchaus mal anschauen, das Spiel. Ich werde es jetzt, wenn ich es ausgemacht habe, mit Sicherheit nicht nochmal spielen. Aber gerade wenn man Steam-Erfolge sammeln möchte, kann man da durchaus mal 47 Cent runterladen, ein bisschen rumballern. Das ist ganz witzig. Aber ein Meisterwerk wird es nicht. Jetzt habe ich halt tatsächlich rausgefunden, dass ich da ja auch... ich kann da ja auch hingehen. Ja, vielleicht muss ich das echt richtig clearen da dort. Oh, auf Steuerungstaste schießt man. Was ist denn da los? Jetzt gucken wir einfach mal, ob wir da bis zu dem Gebäude da oben gehen können und vielleicht dann doch noch alles klären. Aber was ist denn? Oh, soweit ich das bis jetzt gesehen habe, kommen die Gegner ja immer wieder. Das überlebt die. Ja, na sicher doch. Ah, ich hab noch Erfolge. Armshot. Ja, da müssen wir noch auf Arme schießen. Ich muss sagen, Leute, ich habe jetzt seit einer halben... Nein, ich bin tot. Ich habe jetzt seit einer halben Stunde Spaß. Das ist okay. Für 47 Cent. Kauft euch das, Leute. Meine Empfehlung habt ihr. Mach jetzt hier noch meine Armshots. Da fliegt die Kugel jetzt feil geradeaus, gell? Aber wehe, du zählst auf das Gebäude da hinten dann. Ja, ich sterbe! Mach doch mal diese Kamera hier weg. S-Shot. Mann, ich will Arme treffen. Oh Mann! Ey, sobald du da zu nah hingehst, bist du ja instant tot. Aber ich will diese Armschüsse noch machen. Da muss ich ein bisschen näher ran, weil... Mein Gott. Das war ein astreiner Armshot, aber sie ist halt nicht tot. Jetzt hat Armshot, sehr schön. Nummer 6, ich glaube 10 gibt es da von jedem Körpertreffer. Nein, S-Shot, das war kein S-Shot, das war ein Armshot. Jetzt wird das echt herausfordernd, was ist denn da los? Hä? Na, da dreht die sich weg. Das war wieder der Arm, aber... Das ist halt blöd, weil die am Arm nicht sterben. Das war der Arsch. Nee, das Bein, aber Bein habe ich auch schon fertig. Nee, wir müssen da näher hin. Es ist halt blöd, die töten mich halt, wenn ich da hingehe. Gibt keinen Sturzschaden, habe ich festgestellt. Weiß nicht, warum ich Sturzschaden erwartet habe, aber es gibt keinen.
Was? Wer? Wo denn? Ach, da ist sie. Mann, du bist halt echt sofort tot. Was ist denn los? Armstart. Sehr schön. Das ist echt niederschmetternd. Ich will diesen Erfolg haben. Aber das ist halt auch das Einzige, was dich noch daran hält, das zu spielen. Also, den Erfolg, wenn du hast, dann kannst du es deinstallieren. Oh mein Gott, mach doch keine Slow-Mo, wenn ich gar nicht treffe. Die Makel. Yes, Nummer 8. Zwei Stück noch. Armshot, sehr schön. Einer noch. Armshot, 10 von 10. Wunderbar, Leute, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwelche Erfolge... Ich guck mal nach, ob es noch Erfolge gibt. Nee, ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe wirklich 100% erreicht. Ich weiß nicht, ob ich da stolz drauf bin. Geschafft ist geschafft, Leute. Wie gesagt, 47 Cent kann man sich angucken. Ist ganz witzig. Ein Meisterwerk ist es auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Bis dahin, eine schöne Zeit.